Diese Damen wollen mehr sein als nur schön. Sie wollen Politik machen. Valerie Hernandez Matias aus Puerto Rico gewinnt in Tokio die Wahl zur Miss International 2014 und damit auch das Recht, sich etwas wärmer anzuziehen. Nun will sie sich vor allem für Bildung einsetzen. Sie selbst, so erklärt die 21-Jährige nach ihrem Sieg, litt als Kind unter einer Aufmerksamkeitsstörung. Die Schule habe ihr geholfen, doch nun würden derartige Förderprogramme in Puerto Rico zusammengestrichen. Zuleika Suarez wird Zweite bei der Wahl zur Miss International. Zugleich gewinnt sie die Titel Miss Friendship und Miss Best Dresser. Auch sie will ihren Ruhm für politische Zwecke einsetzen, über ihre Heimat Kolumbien hinaus. Ich will führend werden im Kampf gegen den Rassismus. Das ist etwas wirklich Hartes in meinem Land. Oriane Sinacola aus Südfrankreich wird Miss Perfect Body 2014. Ich bin etwas überrascht, denn ich bin nicht sehr sportlich. Ich tanze Ballett seit meinem vierten Lebensjahr und mache etwas Fitnesstraining daheim. Aber ich ernähre mich sehr gesund. Und das kommt also heraus, bei einem bisschen Bewegung und gesunder Ernährung.